So, jetzt fräsen wir hier noch ein schönes Profil dran. Das ist ja gar nicht mein Finger. Safety first. Auch wenn das natürlich ein sehr gestellter Unfall war, werden jetzt manche sagen, Potzblitz, sowas passiert nie. Sowas passiert viel schneller, als ihr denkt. Denn immer wieder, wenn ich YouTube-Videos schaue, sehe ich ganz viele Leute, die gerne mit der Tischfräse arbeiten oder auch allgemein mit einem Abrund oder wie auch immer kleinen Fräser. Und was sehr, sehr oft auffällig ist, dass die Angst vor diesem Fräser gefühlt relativ gering ist. Denn man sieht immer wieder Leute, die doch sehr nah mit ihrem Finger am Fräser vorbeigehen. John heißt, da muss man tatsächlich ziemlich aufpassen. Denn das haben wir jetzt gerade gesehen. Selbst so ein ganz, ganz kleiner Radiusfräser reißt hier ein erstaunliches Stück aus dieser Bärchenwurst raus, die ich meiner Tochter geklaut habe. Und warum zeige ich euch das jetzt? Nicht, weil ich irgendwie sagen will, alles ist doof, sondern einfach, weil mir auffällt, dass, glaube ich, das Verständnis nicht so ganz dafür da ist, dass auch so ein kleiner Fräser ein sehr, sehr gefährliches Werkzeug ist. Was wir hier sehen ist, dieser kleine Rundungsfräser nimmt genau diese Rundung aus meinem Finger raus, die er auch aus dem Holz rausnimmt und das ohne Problem. Und das wäre bei einem Finger tatsächlich schon eine ziemlich ernstzunehmende Wunde. Denn das sieht nicht wie hier aus, ist einfach offen und ist da, sondern da kommt dann ziemlich viel Menschensaft raus und das ist schon ziemlich blöd. Und das Ganze wird noch viel blöder, wenn wir uns überlegen, wie ein solcher Fräser funktioniert. Das Phänomen von mein Fräser kann mir nichts tun, tritt ganz besonders dann oft auf, wenn wir ein Kugellager bzw. Anlaufring haben. Dieser Anlaufring ist völlig ungefährlich. Den könnte ich rein theoretisch auch im Fräsbetrieb berühren, weil der lässt sich einfach nur drehen. Und der Anlaufring fungiert gleichzeitig natürlich auch als Tiefenbegrenzung für unser Material, so dass wir genau dieses Profil hier fräsen, was wir hier von der Klinge vorgegeben haben. Durch den Anlaufring können wir das Material nicht tiefer in den Fräser schieben, allerdings nur, solange das Material auch diesen Anlaufring berührt. Und das ist das, was wir uns hier klar machen müssen. In diesem Fall hat unser Würstchen den Anlaufring berührt und deswegen haben wir genau das Profil gefräst, was unser Fräser sozusagen hat. Und ich glaube, dass ganz viele Leute denken, naja, im schlimmsten Fall komme ich halt so tief in den Fräser rein, wie der Anlaufring ist. Zumindest kann ich mir sonst anders die Handhaltung von vielen Leuten einfach nicht erklären. Denn selbst das, und das möchte ich euch hier nochmal ganz klar zeigen, das ist eine ziemlich schwere Fleischwunde, wo ein ganzes Stück von eurem Finger einfach weg ist. Das kann man nicht wieder annähen, denn das ist ja nicht ein Stück, was abfliegt, was sauber abgetrennt ist, so wie an meinem Daumen, was ich mal gemacht habe, sondern das ist alles weggehäckselt. Das gibt es nicht mehr, das ist einfach weg. Und das hier ist schon so ziemlich einer der kleinsten Fräser, die ich habe. Also das ist wirklich ein ganz, ganz kleines Ding. Auch wenn wir mit dem Gedanken spielen, naja, ich komme nur mit meinem Knöchel hier gegen, das ist eine grauenhafte Idee. Gerade wenn wir uns jetzt vorstellen, dass diese Verletzung noch am Knöchel stattfindet, dann könnt ihr euren Finger eigentlich vergessen, weil dann fehlt ein Stück mitten auf eurem Finger drauf. Das ist also wirklich super duper gefährlich. Aber Jonas, was soll das? Du willst doch wieder nur Oberlehrer spielen. Nein, auf gar keinen Fall. Ich möchte etwas tun, was mir sehr am Herzen liegt, nämlich euch vor dem schützen, was passieren kann. Wir sehen, im besten Fall ist die Verletzung, dass ich tatsächlich mit meinem Finger am Kugellager vorbeilaufe und einen Teil von meinem Finger verliere, der in etwa die Form der Schneide hat. Wenn wir uns vorstellen, dass der Fräser deutlich größer ist als dieser hier, dann ist das wirklich richtig, richtig große Hühnerkacke. Aber wir müssen immer davon ausgehen, dass wir bei einem Unfall nicht den besten Fall haben und dann diesen Anlaufring mit unserem Finger komplett verfehlen. Und was dann passiert, schauen wir uns jetzt an. Und nochmal, es ist theoretisch, wenn man sich das vorstellt, jetzt ein sehr grafisches Beispiel. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass in diesem Fall das tatsächlich angebracht ist, weil diese Technik so verbreitet ist, weil ich so oft sehe, wie Leute bei solchen kleinen Fräsern eine ganz gruselige Handhaltung haben. Also, wenn ihr schwache Nerven habt, ja, dann müsst ihr da jetzt trotzdem durch, denn so lernt ihr im besten Fall, dass das gefährlich ist. Also, ab mit unserem Würstel zur Fräse. Es sollte eigentlich klar sein, aber macht es bitte nicht nach. Wir haben eine Hand ständig am Notaus und zeigen euch jetzt, wie es geht. Riesenaua. Das ist schon ziemlich makaber, um ehrlich zu sein, und tatsächlich ein sehr, sehr drastisches Beispiel.
Aber drastisch ist auch die Verletzung im Zweifel. Wir sehen, da ist eigentlich nicht viel von übrig. Und das nur, weil wir den Anlaufring nicht treffen. Was man sich klar machen muss, ist, hier ist kein Knochen drin und keine Sehnen. Das heißt, das sind Sachen, die eventuell nicht ganz so einfach wegschreddern. Das heißt, je nachdem, auf welcher Seite wir in den Fräser greifen, kann es sein, dass wir tatsächlich so tief oder tiefer reingezogen werden, bis der Fräser stoppt oder wir es schaffen, die Hand herauszuziehen. Und es ist wirklich, es ist schon sehr extrem. Aber was ihr auf jeden Fall seht, ist, da ist nichts mehr mit annähen. Das hier ist Ragout, das kann man so, wie es ist, in eine Tonne schmeißen. Das kriegt ihr nicht wieder dran. Und das alles bei so einem winzig kleinen Fräser, der wirklich einen Mini-Radius macht. Was bedeutet das jetzt? Gott, jetzt habe ich Angst. Nein, Angst ist nicht das Richtige. Wichtig ist, sich klarzumachen, wir arbeiten mit Werkzeugen und selbst das kleinste Werkzeug kann fatale Auswirkungen haben. Ihr müsst also keine Angst vor dem haben, was ihr macht, sondern ihr müsst verstehen, was ihr macht und dann respektvoll damit umgehen. Und dann kann man, und das ist die wunderbare Botschaft, eigentlich die meisten Arbeitsfälle komplett vermeiden, einfach indem man vorher ein bisschen mehr drüber nachdenkt. Also, ich wünsche euch allen von ganzem Herzen, dass niemals einer eurer Finger so aussieht wie dieses Bärchenwürstchen. Und ich glaube, dass die meisten jetzt auch wissen, dass auch so ein kleiner Fräser ganz schön Wumms dahinter hat. Also, lernt was draus, macht's besser und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und jetzt könnt ihr noch ein Abo rein schmettern. Dann freuen wir uns alle. Also, whoops, bis zum nächsten Mal. Safety first.